Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine Damen und Herren, wenn wir uns dieses Gesetz angucken, dann macht es doch vor allen Dingen eins deutlich. Es fehlen Planungsgrundlagen. Es fehlen Planungsgrundlagen. Dieses Gesetz will die Grundlage dafür schaffen, diese Planungsdaten tatsächlich zu erheben, weil ich glaube, das ist unstrittig, das, was es an Planungsdaten gibt. Das, was es an Planungsdaten gibt, umfasst den gesamten geförderten Bereich. Und der gesamte nicht geförderte Bereich ist eben in diesem Gigabit-Grundbuch auch nicht zu finden. Meine Damen und Herren, wenn wir mal überlegen, Herr Müller hat es gesagt, wir sollen doch auf die Expertinnen und Experten hören. Ja, das sind zum einen diejenigen, die ein Geschäftsmodell in der Verlegung von Gigabit haben. Auf die würde ich auch gerne hören. Die anderen Experten sind aber die Hessinnen und Hessen, die seit Jahren darauf warten, eine Anschlussmöglichkeit zum schnellen Internet zu bekommen. Und auch auf die, Herr Müller, müssen wir hören. 60% der Menschen wohnen im ländlichen Bereich, und dort ist der Gigabit-Ausbau tatsächlich eine Schnecke. Da brüllt der hessische digitale Löwe zwar relativ laut, aber er kommt eben nicht voran. Das ist das Problem, das ist die Situation. Und ich finde, hier hat der Gesetzentwurf der SPD tatsächlich einen Bereich aufgezeigt, wo es notwendig ist, dass wir Daten erheben, die wir dann als Planungsgrundlage tatsächlich auch haben, für die Frage, wo Förderung zielgerichtet ist und wo auch das staatliche Handeln gegebenenfalls erforderlich ist, weil der Markt eben seiner Verpflichtung nicht nachkommt. All das führt uns dazu als Fraktion DIE LINKE, dass wir sagen, es ist der richtige Weg, den die SPD hier eingeschlagen hat und vorgeschlagen hat mit diesem Gesetzentwurf. Ja, ich kann verstehen, dass diejenigen, die schon einen großen Kuchen sich gesichert haben aus den Gewinnen des digitalen Ausbaus, dass sie eben kein Interesse an Gewinn haben, kein Interesse an Transparenz haben, um ihren Gewinn zu sichern. Aber genau das kann doch nicht das Maßstab unseres politischen Handelns sein, dass wir sagen, ihr habt hier ein Gebiet für euch gesichert, unabhängig davon, ob tatsächlich die Ausbauleistung dann auch erfolgt ist. Meine Damen und Herren, es bleibt dabei, Hessen hat großen Nachholbedarf beim Ausbau des Gigabit-Netzes. Wir haben die erforderlichen Daten dafür nicht vollumfänglich. Dies wäre ein Beitrag. Und deshalb werden wir diesem Gesetz in der geänderten Form in der zweiten und, wenn es notwendig ist, ja, gerne auch in der dritten Lesung zustimmen. Vielen Dank.